Das Rindfleisch, das im Krankenhaus St. Vinzenz in Zams verkocht wird, kommt zu 100% aus dem Bezirk Landeck. Eine kluge und unkomplizierte Kooperation zwischen den Landecker Bauern, dem Flierser Metzger und der Krankenhausküche macht's möglich. Aber was auch ganz gut ist, ist eigentlich wirklich der Preis, weil da kein Zwischenhändler ist. Also das ist für uns ein grosser Vorteil. Für uns ist es einfach wichtig, ein tolles Produkt, wir wissen, was herkommt. Es ist wirklich nachhaltig und es ist eine top Qualität. Das sagen nur die Patienten, das sagen nicht die Mitarbeiter. Und natürlich ist da mit so einem Produkt super und fein zu machen. Das ist eigentlich ganz selten, dass man im Geschäft nur Gewinner gibt. Aber in dem Fall denke ich, und zumindest weiß ich das von mir aus, dass es eine Win-Win-Situation ist. Durchschnittlich verkocht das Krankenhaus ca. 14 Landeck-Rinder im Jahr. Ich finde das natürlich super, dass du das ganze Rindfleisch nimmst und nicht leider Edelteile wie die Gewiese. Ja, das ist der einzige Unterschied. Logistisch gesehen ist ein größerer Aufwand. Früher haben wir beim Metzger angerufen und haben für morgen das Fleisch bestellt und haben das gleich frisch verarbeitet. Heute haben wir halt das ganze Viech da, das wollen wir infrieren müssen. Dafür haben wir halt Top-Qualität. Ein heimisches Produkt und ich möchte es da gar nicht mehr tauschen. Es ist eher beschränkt auf weniger Produkte, das Gulasch geschnitzt, das verschiertes Suppenfleisch, Bratenfleisch. Mehr hat das Rindfleisch mit und das langt leicht. Also auch für uns ist es wirklich wichtig und auch, dass wir eigentlich das Fleisch wissen, wir haben nicht weit mit dem Transport und das macht einfach da auch, wenn man jetzt einen Schlachthof hoffentlich nicht nur Pleiter, aber er soll ja vergrößert werden. Und das ist eigentlich für die ganze Region wichtig. Und das, das Krankenhaus ist ein Vorbild, dass sie da jedes Monat Fleisch für die Bauern nehmen da in der Nähe. Und es wäre wirklich wünschenswert, dass noch mehr so grosse Küchen für die Bauern abnehmen. Auch im Krankenhaus ist natürlich noch Luft nach oben. So wäre beispielsweise eine ähnliche Kooperation mit Kalbsfleisch denkbar.